So, hallo, dann kommen wir nun zur nächsten Welt in unserer nachhaltigen Stadtentwicklung am Computerspiel entwickelt. Und zwar sind wir in der Gruppe von Ben, Marc Leon, Janis und Fabian. Wir stellen euch jetzt die Stadt vor, die wir gebaut haben. Also als erstes, wenn man spawnt, ist man direkt in einem riesen Hochhaus, natürlich auch von Blättern und allem bewachsen, weil es soll ja nachhaltig sein. Dann haben wir hier ein Skatepark, damit man halt auch so Spaß haben kann. Hier sind Wohnhäuser. Dort ist der Park. Der Park ist für alle immer frei zugänglich, also ein öffentlicher Bereich. Dort kann man irgendwie in seiner Freizeit oder so seine Zeit verbringen. Genau, hier sind noch ein paar Häuser. Und da fängt schon an mit den Bergen. In dem Berg drin einbearbeitet ist eine kleine Höhle. Links von dem Wasserfall, den ihr gerade seht. In dieser Höhle ist sozusagen ein kleines Gefängnis. Dann haben wir, da sind so Windräder, damit wir halt so Strom produzieren, auch ohne Kraftwerken. Natürlich haben wir auch noch ein Kino bei uns in der Stadt mit eingearbeitet, was sogar funktioniert. Dann haben wir hier noch ein Fußballfeld und einen See. Und hier ist dann eine Villa. Ja. Das war's. Okay, vielen Dank für die Vorstellung eurer Stadt. Habt ihr der Stadt eigentlich schon einen Namen gegeben? Ja, Greentown. Sehr schön. Dann muss man dazu sagen, so die Jungs hatten noch nicht so viel Zeit daran zu arbeiten, die wollen jetzt noch weiterarbeiten. Vielleicht gibt es auch einen zweiten Teil davon. Und bis dahin gehen wir jetzt weiter in das nächste Video zur nächsten Stadt. Vielen Dank an euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.